Also, zuerst drehe ich. Spinn! Schubottel! Hast. Braun, okay? Warum kaufe ich so ein Zeug? Hallo, ihr Lieben, und willkommen zurück bei Alles Ava. Heute ist so ein richtiger regnerischer Herbsttag. Und da dachte ich, was gibt es Besseres, als so einen Tag für einen Herbst-Challenge zu nutzen? Ich habe hier ein Glücksrad vorbereitet. Und unsere Challenge heute ist, dass wir nur Dinge in Herbstfarben essen dürfen. Und wir fangen jetzt direkt mit dem Frühstück an. Ich bin mal gespannt. Meine Lieben kommen jetzt bestimmt gleich, um zu frühstücken. Ich habe aber selbst noch nichts gegessen. Und ich würde sagen, vielleicht drehe ich erstmal am Rad. Und dann schauen wir, was Ava und Ian essen. Ich zeige euch erstmal die Farben. Es gibt Braun, Orange, Rot und Gelb zur Auswahl. Das sind doch sehr herbstliche Farben, oder? Ich drücke jetzt hier einfach mal auf Spin und bin gespannt, was ich essen muss. Orange. Da kommt doch schon Ava. Avi, ja? Weißt du, was jetzt auf dich zukommt? Nein. Wir essen heute nur in Herbstfarben. Und wie funktioniert das? Ich habe hier ein Glücksrad. Ich habe selber schon gedreht. Ich habe Orange. Ich habe keine Ahnung, was ich frühstücken soll. Und jetzt musst du drehen. Ich bin schwer gespannt, was du frühstücken darfst oder musst. Die Spannung steigt. Gelb. Gelb. Ich hab hier Bananen. Ah, du kannst dir ein Bananen-Peanut-Butter-Brot oder so machen. Oder ein Brot mit Butter. Das Brot Butter ist gelb, die Bananen sind gelb. Ich muss mal schauen, was ich jetzt mit dieser Banane anfangen werde. Schau mal. Ich glaube, ich werde mir aber so... keine Ahnung, Nutella-Brot schmieren und dann halt die Bananen drüber. Nee, da ist ja braun, das geht nicht. Okay, dann mache ich mir so ein Erdnussbutterbrot. Okay, das würde vielleicht gerade so gehen. Ian? Ja? Hast du schon gefrühstückt? Noch nicht. Ehrlich? Dann dreh am Rad, weißt du, was wir heute machen? Wir essen heute nur in Herbstfarben und wir werden uns das immer erdrehen. Ich muss Orange essen. Ich habe noch keine Ahnung, ob ich überhaupt was frühstücken kann. Und warte, du drehst und ich... Du musst es, damit wir nicht schummeln. Braun, der Papa... Achso, du machst neu. Braun wäre gar nicht so schlecht gewesen. Hättest du Nutella-Brot essen können und deine Tochter weinen sehen. Auch Orange. Okay, Ian und ich haben eine große Herausforderung. Bist du froh, dass du nicht Orange... Ja. Ich glaube, es muss irgendwas mit Kürbispüree. Wartet mal. Aber ich habe hier noch Kürbispüree, Ian. Wartet. Hier, wir machen irgendwas hier mit. Schau mal, mein Schatz. Nein. Ich bin bereit. Du wirst jetzt nicht ernsthaft Schokolade frühstücken. Aha. Ja, jetzt wünschst du dir auch jetzt orange gewürfelt, ne? Ja, vielleicht. Nur vielleicht. Also ich mache mir jetzt hiermit schnell was. Würdest du mir das bitte aufmachen? Ich bin zu schwach. Geschafft. Ach, nein. Soll ich das jetzt so essen? Ich wollte mir damit eigentlich einen Smoothie oder so machen. Soll ich das jetzt wirklich so essen? Das riecht, das hat man früher Kindern gegeben. Es. Muahaha. Wenn ich das ganze Gläschen essen muss, dann breche ich. Wir haben gefrühstückt und beschlossen, wir wollen nicht nur im dunklen Haus rumhängen. Da sind die Einkaufstüten von vorhin, Ian war nämlich schon shoppen. Wir fahren jetzt los in die Stadt, gehen ein bisschen bummeln und nehmen natürlich unser Glücksrad mit. Ian, du darfst ruhig durch. Cool. Darfst mir ins Bild rennen. Wir fahren also jetzt los und sehen uns gleich wieder. Wir sitzen jetzt im Auto. Ia ist auch dabei. Ian fährt. Und ich bin mir nicht... Ah ja, Ava ist auch dabei. Die haben wir nicht zu Hause gelassen. Hi, alles Ava-Video. Ava ist zu Hause. Ja, jedenfalls habe ich mir das nicht so richtig überlegt mit dieser Challenge. Denn ich habe immer so viel Pech. Und wenn ich jetzt weiter nur Kürbisgläschen essen kann, Ian so... Das ganze Tag. Ja. Nein, wir drehen jedes Mal neu, Ian. Oh. Ja, genau, zum Glück. Also habe ich noch eine Chance und ich habe auf jeden Fall immer noch Hunger. Wir sind da und ich muss sagen, ich habe jetzt schon Hunger, denn ich habe ja nur dieses Kürbiszeug gegessen und ich habe auch schon eine Idee, wo ich gerne hin möchte und mein Glück nochmal mit dem Glücksrad versuche. Achso, du so, Ich nehme euch einfach gar nicht mit auf, ne? Warum auch? Wir haben Bier in die Tasche gepackt. Und ich hätte gerne einen Donut. Und ich muss aber jetzt erstmal drehen. Oh mein Gott, es gibt so leckere. So richtig Halloween-mäßig. Wollt ihr auch am Glücksrad drehen? Ja? Schaut mal, Bia ist jetzt in ihrem Täschchen. Und? Ava möchte keinen Donut? Nee. Und? Oh, rot. Oh Gott. Und warte, jetzt drehe ich. Was krieg ich?
Ist das braun oder gelb? Braun. Nein. Oh nee. Oh, diese Halloween-Katze vielleicht. Und du nimmst die Erdbeere. Ich habe eine kurze Unterbrechung für euch. Könnt ihr euch noch an die bezauberten Magic Pixies Pixlings erinnern? Ich habe euch die Pixlings neulich schon mal gezeigt. Und ich wollte euch daran erinnern, dass die ein super tolles Geschenk zum Nikolaus oder Weihnachten sind. Insgesamt gibt es 3 Pixlings. Lasst uns den Enthüllungszauber beginnen. Wir geben erst die magischen Zutaten in die Flasche. Schaut, unser Elixier färbt das Wasser auf magische Weise tiefblau. Die magischen Worte sind Magicus Mixus. Jetzt drehen wir den Kristall für eine magische Enthüllung. Schaut mal, was passiert. Das Wasser wird durchsichtig und mein Pixling wird enthüllt. Ich bin so gespannt, welchen Pixling wir herbeigezaubert haben. Die Frage ist jetzt, welchen Pixling wirst du auf magische Weise enthüllen? Erlebe die zauberhafte Welt der Pixlings voller Magie und Abenteuer. Keiner da. Keiner da, der unsere Bestellung aufnehmen könnte. Jetzt haben wir unsere Donuts ausgesucht. Ich nehme übrigens die Mumie hier hinter mir. Die Katze habe ich beschlossen. Ich glaube, das schmeckt mir besser. Ah, da kommt jemand. Süß, gell? Die kleine Tüte. Magst du zuerst probieren? Lecker? Ich habe doch die Katze. Ihn hat für mich entschieden. Mhm. Lecker. Der Donut war sehr lecker. Aber ich weiß nicht, ob ich ein bisschen geschummelt habe. Der war nämlich mit Vanille gefüllt und nicht mit Schokolade. Aber dadurch hat er mir wenigstens geschmeckt. Und jetzt laufen wir das erste Mal shoppen für Ava. Du bist selber. Ian wartet jetzt draußen mit Via und wir gehen hier rein. Die würde gehen. Die ist ein bisschen braun, Avi. Avi hat 3 Sachen gefunden. Goodbye. Schaut mal, was Ian gefunden hat. Magst du mal zeigen? Ist dir das jetzt ein bisschen peinlich? Nein. Ian hat noch eins gefunden. Kennst du die? Ava wollte eigentlich nach Stephen King Büchern gucken. Und ich würde sagen, das machen wir jetzt auch, oder? Ja. Jawohl. Los geht's. Los geht's. Ich trage hier Avas Jacke. Ian und Ava sind jetzt hoch nach Stephen King Books suchen. Aber ich habe hier noch eins von Ava in der Influencer-Ecke. Und zwar ihr Foto-Challenges-Buch. Da sind wirklich mega coole Ideen für Fotos drin. Und schaut mal hier, da ist auch so ein QR-Code bei manchen. Und da findet ihr dann solche Behind-the-Scenes-Aufnahmen, als das Buch gemacht wurde, zusammen mit Sarah Kastner. Und ich bin natürlich als Mama immer stolz, wenn ich die Bücher meiner Tochter auf dem Geschäft sehe. Welches Buch hast du dir ausgesucht? Ich werde erstmal Amok weiterlesen und dann kaufe ich mir dieses. Sehr gut. Via guckt so, als würde sie das dann auch gerne vorgelesen bekommen. Huch, plötzlich war sie aus dem Bild geflogen. Welches davon ist das, was so gut riecht? Ich nehme immer das 68. Okay. Das riecht sehr gut. Ich habe mir jetzt dieses hier mitgenommen. Und da stehen ganz viele davon. Die Schlange war jetzt so lang, dass wir beschlossen haben, wir lassen es stehen und gehen und kommen lieber ein andermal wieder. Und jetzt müssen wir deinen Papa irgendwo wieder einsammeln, denn hast du eigentlich keinen Hunger? Du hast ja noch nichts gegessen. Nee, ich hab keinen Hunger. Da guck mal, wen wir da schon eingesammelt haben. Ich bin jetzt übrigens die Jacken losgeworden und wir gehen jetzt nochmal hier drüben schauen. Meinst du, wir sollten Papa erstmal ein Glücksrad drehen lassen, welche Farbe er überhaupt mitnehmen darf? Ja? Komm her. Obwohl. Doch, hier. Essen? Achso, ist ja nichts zum Essen. Okay, Papa darf. Bitteschön. Danke, Avi, du hast den Papa gerettet. Also außer, dass Ava sich eine Jeans mitgenommen hat, die sie braucht, waren wir bisher noch nicht sehr erfolgreich. Aber macht nichts. Hauptsache, wir haben Spaß und jetzt wird erstmal was gegessen und vor allem am Glücksrad gedreht. Wir sind jetzt hier im Food Court, haben Hunger. Wer will zuerst? Ich. Okay, dreh und... Welche Farbe? Braun. Und du hast?
Ich hab keine Ahnung. Okay, ich muss auch noch. Ich hatte vorhin ja schon. Da ist eigentlich ist da nichts. Noch gelb! Das ist knapp gelb. Ich kann mir Pommes holen. Nö. Nein, ich hatte vorhin schon schlechtes. Also jetzt müssen wir mal gucken. Wisst ihr eure Farben noch? Ja, braun, mein war orange, gelb. Meins war auch gelb. Hatten alle gelb. Das ist doch süß, oder? Ja. Hier kommt das Essen auf so einem Roboter, das ist so cool. Allerdings ist das nicht unseres, leider. Nee, wir haben noch gar nichts bestellt. Oh, wie süß ist das denn bitte, Leute? Wir haben unser Essen bestellt und die beiden gucken jetzt nach T-Shirt-Designs. Ich bin gespannt, ob ihr sagt, dass das so passt oder ob wir schlecht gewählt haben. Ich habe eine Orangensaft. Dankeschön. Danke. Wir sind wieder zurück. Draußen regnet es in Strömen. Wir hatten so ein Glück in der Stadt, wirklich wahr. Und jetzt ist mir gerade noch eine Idee gekommen. Ich fahre jetzt nochmal in den Supermarkt und überrasche Ava und Ian. Ich hole jetzt noch ein paar Sachen in unseren Herbstfarben, die wir auch essen dürften. Und dann können wir nämlich nochmal drehen und schauen, was wir dann als Snack und vielleicht sogar als Abendessen essen können. Ich würde sagen, ich düse jetzt direkt los. Ich stehe jetzt hier vom Supermarkt. Ich werde wahrscheinlich pitschenass, bis ich drinnen bin. Und ich brauche gelbe, rote, braune und orangene Sachen. Nur so als kurze Erinnerung für uns alle. Drückt mir die Daumen, dass ich was finde. Der ganze Wagen ist nass. Oh, ich hasse das, wenn ich das jetzt anfassen muss. Wenn wir nicht vorhin schon welche gegessen hätten, wären die perfekt gewesen, oder? Hier ist auf jeden Fall alles noch schön Halloweenig. Cremiger Karottensalat, das ist doch orange, oder? Ich habe jetzt also was Braunes, Rotes und Gelbes, aber noch keine orangen Süßigkeiten. Und auch fürs Essen habe ich schon was Gelbes und was Rotes. Für Orange nehme ich einfach das mit. Das passt doch, oder? Fanta Orangen, da geht's doch kaum. Und wer braun würfelt für echtes Essen, muss halt Mini-Dickmanns essen. Glaube ich zumindest, weil ich nichts Besseres finde. Meine Ausbeute bisher. Ich hab's. Wer braun zum Essen bekommt, muss Refried Beans essen. Das riecht, wenn man das nicht unbedingt in Tacos reinmacht, wie Hundefutter. Sieht auch aus wie Hundefutter. Und drückt mir die Daumen, dass ich nicht dran glauben muss. Und Orange ist zum Abendessen auch gerettet. Kürbissuppe. Ich habe auch ein braunes Getränk gefunden. Oh Leute, das habe ich sogar schon zu Hause. Das muss ich noch nicht mal mitnehmen. Aber Karamellsirup in Wasser, das wird doch lecker schmecken, oder? Ich habe hier meine Truppen zusammengetrommelt. Ava hat ihr neues T-Shirt an. Und magst du mal zeigen, deine Hände sind ganz grün von deinen Haaren. Ja, ich glaube, die werden so permanent Beispiel ausfallen. Auf jeden Fall habe ich hier das ganze Essen stehen und sehe zwei schockierte Gesichter. Ich zeige euch jetzt erstmal, was wir hier haben. Ich habe es euch ja schon so ein bisschen im Supermarkt gezeigt. Ich glaube, die Einzige, die wirklich alles davon gerne essen will, ist unsere Via. Wollen wir mit den Süßigkeiten anfangen? Ja. Ja? Okay. Wer mag zuerst drehen? Ich. Hast du am meisten Hunger? Ja. Okay. Oder bist du am mutigsten? Ich glaube beides. Ich glaube das mit dem Ingwer, oder? Das oh, du hast, oh, was hast du denn? Ich hab Orange, Mentos, nice. Okay. Ian, jetzt musst du so lange drehen. Wenn du auch Orange kriegst, musst du nochmal, weil... Hat Ava jetzt schon, habe ich ja gerade beschlossen. Ich mach die bitte Regeln nicht gern, so richtig nicht gern, drauf. Bitte nicht gern, bitte nicht gern, bitte nicht gern. Rot. Oh, du kriegst Herzchen. Okay, und jetzt muss ich drehen. Ey, wie hältst du das für mich? Ja. Und Spin. Okay. Aber wenn ich jetzt das gelbe Ingwerzeug kriege, kriege ich einen Schock. Okay. Gelb. Oh nein! Bitte? Und ich habe euch noch im Supermarkt gesagt, es ist eine blöde Idee, so Zeug zu holen, weil die Gefahr immer ist, dass man das selber auch essen muss. Ey, wie machst du mir das auf? Dann fange ich an. Na toll. Ich esse hier. Hat irgendjemand Cola? Nee. Das kommt dann zurück, das bringe ich zurück. Okay, ich bin am glücklichsten. Mhm, mit Herzchen und Mentos.
Oh, Leute, es schmeckt. Oh, das ist jetzt. Oh nein! Wie gemein. Kannst du das mal mit deiner Zahnspange essen? Ups, komm, spuck's aus, bevor die Zahnspange rauskommt. Wupsi, hab ich nicht dran gedacht. Wie schmeckt deins? Lecker. Meins ist tatsächlich nicht schlecht. Ich glaube, du bist ohne Snack, du bist snacklos. Ich bin glücklich. Willst du dir mal die Getränke angucken, Ian? Ja. Zeig du uns doch mal, was ich geholt habe. Mach du mal die Moderation. Ob der Papa das kann, meinst du? Eine. Wer weiß. Yippie. Eine Yippie. Okay. Die ist like, oh, fresh. Die ist like, boom. Papa, wow. Hat einen eigenen Shopping-Kanal, glaube ich, demnächst. Und Ingwer klingt lecker. Soll ich das so trinken? Ja, nein, wenn dann verdünnt, glaube ich, okay. Oder? Okay. Also zuerst drehe ich. Spin! Schubottel! Hast! Braun, okay? Warum kaufe ich so ein Zeug? Und orange! Orange! Okay. Oh! Das ist mit Karotte. Ananas und Karotte. Und Ingwer. Okay, Ingwer. Gute Auswahl. Ich muss drehen, bis ich gelb. Hey! Hey, Rot! Oh, warum freue ich mich eigentlich mit euch, ey? So fies. So, dann trinkt ihr beide erstmal. Prost. Prost. Und den Strohhalm. Ja, hol den Strohhalm. Ihn trinkt einfach so. Und schmeckt gut? Darf ich mal probieren? Nein. Okay. Prost. Prost. Es schmeckt bestimmt nicht so schlecht, wie es aussieht. Ich will einfach. Nein, ich durfte nicht. Naja, wobei, Papa darf jetzt einfach mal zum Testen. Ist es nicht gut? Oh, ist lecker. Super lecker. Warte, jetzt will ich auch mal probieren. Schmeckt nicht gut. Ich liebe ja Ingwer. Okay, Ian, komm. Hau mir ein bisschen von dem Karamellzeug. Hast du das mit Absicht in ein Herzglas gegeben? Ja. Willst du ein bisschen Wasser haben? Nee, 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 ich will das so probieren. Okay, viel Glück. Danke. Kann man das so trinken, ohne zu sterben? Ja, 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 ja. Los, Jodo. Ja, ja, ja. Man lebt nur einmal. Man lebt nur einmal. Ja, ich lebe wahrscheinlich gleich nicht mehr. Ja. Schmeckt überraschend für mich. Du bist gut im Lügen. Ja, ja, ja. Okay, das ist. Naja, also es ist nicht so schlimm, wie ich dachte. Also hast du jetzt schon leer getrunken? Ja, ja, das ist super lecker. Okay, ich glaube, Avas trinkt keiner leer. Ich habe keinen Durst. Aber wir haben Hunger. Hunger, Hunger. Ja. Achso, jetzt kann ich nicht mehr sagen, wir haben Hunger, 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 haben Durst, weil du hast ja gerade gesagt, du hast keinen Durst. Jetzt gucken wir uns mal gemeinsam an, was wir haben. Aber nicht. Und, nein, warte, erst muss ich zeigen, was ich gekauft habe. Gelb. Pasta Carbonara. Ich habe rotes Thai Curry. Ich habe eine orangene Kürbissuppe. Und ich habe braune Refried Beans. Nein! Nein! Okay, okay. Nein. Pfoten weg! Oh. Ian! You're a cheat! Dafür musst du jetzt so lange drehen, bis du braun hast. Oh. Ja, ja, genau. Du drehst zuerst, Ian. Komm, braun, 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 braun. Gelb! Oh nein! Nee, Pasta Carbonara. Sehr lecker. Jetzt mach ich. Ja. Heute ist mein Abend. So. Da ist leider nichts dabei, was der Eva prinzipiell schmeckt, leider. Oh, das war knapp. Oh, du hast auch gelb. Eigentlich willst du das lieber. Und der Papa muss nochmal drehen. Was ist da? Das ist braun! Ich würde ja vorschlagen, du tauschst mit dem Papa, weil ihr dieselbe Farbe hattet. Und der Papa so gemein zu mir war. Okay? Beans. Und ich muss jetzt gucken, was ich... Ja. Rot, 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 rot. Orange! Ich krieg die Suppe. Okay, dann machen wir das jetzt warm und essen es. Ian, es tut mir leid, aber ich musste jetzt meine Regeln man so... Man kann nicht immer gewinnen. Man kann nicht immer gewinnen, genau. Und wer einmal schummelt, hat dann halt eine schummelnde Frau. Irgendwie bin ich jetzt hier alleine in der Küche, aber ich mache jetzt die Suppe warm und die Carbonara. Und Ians, weiß ich noch nicht, ob ich das warm mache oder ob ich ihn das so probieren lasse. Ich bin mir noch nicht sicher. Also erst die Suppe. Ich liebe übrigens Kürbissuppe. Dein Essen steht bereit in Gelb. Dankeschön. Bitteschön. Oh Gott, die Nudeln sind auch ein bisschen zusammengeklatscht. Oh, Soße schmeckt ja auch. Okay, ich habe dir extra keine Soße drüber gekippt. Die mache ich dir jetzt noch gleich drüber. Und Papa und ich probieren jetzt noch unser Essen.
Bier. Du würdest denken, es ist Hundefutter, was dein Herrchen da jetzt aufmacht, aber es ist kein Hundefutter. Riech mal dran. Du willst es nicht kalt essen? Nein. Nein? Schaut. Das schmeckt tatsächlich, wenn man Nachos oder Tacos oder sowas macht, schmeckt das ganz gut, aber einfach so. Oh, das sieht so schon eklig aus, Ian. Also eigentlich ist es gar nicht mehr, aber halt... Ich glaube, ich soll das ein bisschen warm machen. Ja, der Rest, der es gut schmecken lässt, der fehlt halt. Während das im Ofen ist, esse ich einfach schon mal einen Löffel von meiner Suppe. Und dann setzen wir uns eh hin und essen das in Ruhe. Mm-mm. Mama, du bist sehr tapfer. Sehr tapfer. Ich esse jetzt meine komische Suppe, du das komische Zeug. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Wir sind jetzt hier wieder versammelt mit, naja, vollen Bäuchen, würde ich jetzt nicht sagen, mit enttäuschten Bäuchen, weil das Essen nicht so war. Ja. Und wir filmen ja immer eine Woche im Voraus. Das heißt, bei uns ist jetzt das Wochenende vor Halloween. Und wir malen jetzt Kerzen und Kürbisse an. Und Ian hat Unterlagen geholt, damit wir den Tisch nicht total versauen. Ja, danke. Ich würde sagen, wir legen los. Ich mache hier mal Platz, denn Snacks gibt's erst, wenn wir ein bisschen fleißig waren, ja? Okidoki. Welche Farben wollt ihr? Alle. Oh, ich muss auf Pinterest nachschauen. Okay, ja, mach mal. Wir haben jetzt hier unsere Farben und hier haben wir so ein paar Beispiele. Die habe ich abfotografiert. Und wir fangen jetzt einfach an, ja? Ja. Okay. Wir versuchen hier so ein Hello Kitty zu machen. Es wird ein bisschen schwierig sein, weil ich auch die Streifen zeichnen muss, aber YOLO. Genau. So, wir fangen an und updaten euch zwischendurch. Kleiner Zwischenstand. Was meintest du gerade? Straße. Zeig mal, wie weit du bist. Willst du schon zeigen oder lieber nicht? Dann ist auch okay. Dann zeige ich, was ich bisher gemacht habe. Ich habe angefangen, die Geistdinger zu malen. Und ich hätte vielleicht teurere Acrylfarben kaufen sollen, gell? Deine sieht schon mal gut aus, Ian. Ava ist voll committed. Du machst jetzt einen Wilson. Genau. Schreibt in die Kommentare, wenn ihr wisst, was ein Wilson ist. Oder magst du es erklären, Ian? Was ist ein Wilson? Wilson! Wer den Film Castaway geschaut hat, dann wisst ihr, wer das ist. Meine Geister müssen übrigens erst trocknen, bevor ich die Augen drauf malen kann. Und jetzt habe ich beschlossen, ich mache Herzchen. Oh mein Gott, das sind die süßesten Geister, die ich je gesehen habe. Pac-Man. Pac-Man Geister. Ah ja, stimmt. So, ist Zeit jetzt, den Handabdruck zu machen. Okay. Zeig mal. Ah, cool. Deine Hand ist wieder sauber. Das war einfach, was ihr meintet. Okay, dann ist gut. Also, Ava hat hier ihren Wilson fertig. Magst du mal umdrehen? Auf Wilson drauf. Wilson. Und jetzt die andere Seite. Sehr cool. Ian hat noch Spinnen gemacht. Zeig mal her. Sie sind Spinnen. Und ich habe Geister und Herzen gemacht. Aber stopp! Wir müssen unsere nächste Runde auslosen. Snacks. Yes, Snacktime. Und? Braun. Ha! Du. Was habe ich? Wenn du auch braun hast, dann orange. Dann mach du für mich. Orange? Ja. No! Ich zeige euch gleich, was orange ist. Okay, hier nochmal. Für mich. Rot. Ui. Wir haben alle das gekriegt, was wir nicht wollten. Ich mag eigentlich kein Salsa. Okay, wisst ihr was? Wir bauen das jetzt hier auf und dann snacken wir. Ava hat sich Schokoküsse erspielt. Oha. Oha, oha, oha. Du putzt deinen Kürbis, ja, während du wartest. Schmeckt's? Darf auch mal was Gutes für dich bei rumkommen. Ach, Ian, kommst du an die Annebel? Ja. Das ist orange? Nein, das ist orange. Cremiger Karottensalat. Ach, meine liebe Kunde. Stinkt das auch noch? Das ist auch, ja, okay. Well done. Gut gemacht, mein Schatz. Ich weiß, sag mal, wie viele von diesen Dingern wirst du noch essen? Alle? Alle? Ich weiß genau, was du meinst. Warte, jetzt muss ich noch das mit dem... Ihr wisst nicht, wie sehr ich Salsa nicht leiden kann. Liebe Schatz. Ian ist der größte Salsa-Fan. Ava isst gerne Salsa. Ich esse das überhaupt nicht gerne, aber... Nein, Ian, nein! Nein! Ian, du musst es giftig. Nein! Okay. Das war gar nicht so schlimm, wenn ich ehrlich bin. Das ist sehr leckere Salze. Ehrlich? Sehr gut. Wow. Leute, an der Stelle sagen wir Tschüss und wir sehen euch dann beim nächsten Mal. Bye!